ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Video und heute habe ich diesen Begleiter hier. Wir haben ihn meiner Eltern geschenkt und ich liebe diesen Luftballon. Das ist ein S-Bahn-Luftballon. Aber bei dem geht es schon die Luft aus. Nur wie bei meinem anderen, den ich geschenkt bekommen habe, da ist eigentlich schon die Luft raus. Ja, mein Kater schaut schon. Aber ich wollte den einfach noch in diesem und im nächsten Video haben, was ich jetzt gleich auch noch drehen werde und was ihr am Donnerstag gesehen habt. Aber, ja, ich bin schon irgendwie voll auf dem Herbst, eigentlich schon mit meinen Lippen. Ich trage heute eine Herbstfarbe. Aber der eigentliche Grund ist, ich teste gerade Farben, was zum Dirndl passt. Und was ich anziehen kann. Deswegen trage ich jetzt diese Lippen, weil den Lippenstift habe ich mir nämlich letztes Wochenende gekauft. Und den habt ihr auch am Donnerstag in meinem Haul gesehen. Aber die Pinkbox kam heute. Und deswegen zeige ich es euch einfach mal. Und was mit dir? Kleine mag ich dazu zugesehen? Doch, er mag sie dazu gesehen. Ja. Es ist wieder eine Shopping Queen Box. Und ja. Ich nehme jetzt mal das Teil weg. Und irgendwie ist das auch so ein Restaufbrauchen. Ich weiß auch nicht. Jetzt habe ich wieder ein Batiste Trockenshampoo für hell und blonde Haare drin. Ich meine, es passt jetzt, weil ich habe blonde Haare. Aber ja, das ist jetzt das zweite und ich brauche gerade das Aussie auf. Das heißt, ich habe drei Stück und ich weiß gar nicht, wenn ich aufbrauchen soll. Und jetzt kommt mein Kater zum Dropeisen von dem Luftballon. Aber ich guck mal, wie viel das kostet. €4,99 und das ist eine Originalgröße. Ja. Mein Kater muss jetzt anfangen zu bohren. Dann sehe ich hier von Methode eine Handseife French Lavendel. Verpackung schon mal ziemlich cool. Sieht irgendwie aus wie so eine Duftkerze. Also so eine Duftparfüm-Pump-Ding. Irgendwie so ein Hau. Ist auch eine Originalgröße und kostet €2,99. Ich bin schon so gespannt, weil ich habe auch noch so viele Seifen zum Aufbrauchen. Dann habe ich hier von ND24 Darling Nagellack. So, roter Nagellack. Endcool, denn ich habe keinen roten Nagellack mehr. Jetzt habe ich mal wieder einen. Ja, kenne ich nicht die Marke. Ist aber auch eine Originalgröße und kostet €3,95. Und mein Kater will jetzt unbedingt schon hier rein. Dann habe ich hier noch eine Foundation und zwar von Astor, die Skin Match Protect Foundation. 24-Hour Moisturizer Antioxidant SPF 18. Das ist auch eine Originalgröße und kostet €10,49 und ja, ich glaube, das passt zu meinem Haut. Und das muss ich mir ehrlich zu sein testen bei Tageslicht. Jetzt ist es schon zu dunkel. Aber das ist cool, weil sowas gab es noch nie bei Pinkbox. Also habe ich beziehungsweise noch nie bekommen. Oh, mein Kater wird gerade raus. Aber wir sind doch eigentlich fertig. Sorry übrigens, falls ihr die Straße hört. Ich habe mein Fenster offen, es ist so warm. Bin heute noch mal 30 Grad in München. Und ja, und gerade kühlt es runter, deswegen habe ich mein Fenster aufgemacht. Es ist einfach frische Luft reinkommt, frische, kühlere Luft. Genau, das ist eigentlich ziemlich cool, weil Pinkbox hatte noch nie sowas. Also ja, das ist auch eine Originalgröße und kostet wie gesagt €10,49. Ja. Und dann haben wir hier noch von Anatomicals eine Anti-Stress Face Maske und die ist anscheinend mit Chocolate, weil da steht Look, you have got chocolate all over your face. Ziemlich cool, ist eine Originalgröße und kostet €3,50, was schon ziemlich überteuert finde für eine Gesichtsmaske. Aber ja, auch mal cool zu testen. Was haben wir denn sonst noch hier drin? Genau, wieder so ein HelloFresh 20€ Gutschein, so ein Premium Shopping Heftchen und von ND24 Nail and Hair and Beauty nochmal so ein Nagellack Prospekt. Und ja, ich habe euch noch gar nicht die Zeit des Monats gezeigt. Das ist die Couch September. Ja, ist ganz okay. Ich blätter gerne in die Couch-Tour, aber ist nicht so meine Lieblingszeitschrift.
Fall. Lasst euch doch eine andere Zeitung beantworten. Genau, und wie gesagt, das ist wieder so eine Shopping Queen Box. Ja, produktmäßig her bin ich eigentlich ganz zufrieden. Kann ich mich wirklich nicht beschweren. Zettel. Und ich rechne euch jetzt mal kurz aus, wie viel die Pinkbox kosten würde. Die kostet jetzt 14,95 im Monat. Und den Preis bin ich eigentlich immer angemessen für die Produkte, die sie drin haben. Genau, also mit der Zahlschrift hat die Pinkbox einen Wert von 28,52 Euro. Und die kostet, wie gesagt, 14,95 Euro. Also ist es fast das Doppelte. Es sind immer fast 30 Euro. Und ich kann mich eigentlich von den Produkten her diesen Monat überhaupt nicht beschweren. Ja. Ich brauche mich die Produkte schon auszutesten. Weil ich im Moment ziemlich viele Produkte teste. Also wirklich viele. Auch viele Pinkbox-Produkte, weil ich gerade meinen Schrank nämlich versuche aufzubrauchen, so viel wie möglich. Damit nämlich auch ganz viele Pinkbox-Reviews auf meinen Blog kommen können. Und wie ihr vielleicht gemerkt habt, habe ich immer meine Produkte unten stehen in der Infobox. Und so ein Doppelpunkt, weil ich möchte die nämlich reviewen. Und da sitze ich gerade dran, ältere Boxen so ein bisschen zu reviewen und auch zu gucken, welche Produkte ich noch nicht aufgebraucht habe und welche ich aufbrauche. Weil ich habe die Pinkbox seit 2013 abonniert und seit 2013 lade ich sie auch hier hoch. Und ich glaube, ich habe noch nicht alle 2013 Produkte aufgebraucht, deswegen sollte ich das jetzt mal tun. Und ja. Aber ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Mir gibt ihr Video einen Daumen hoch. Gebt auch mir einen Daumen hoch, weil ihr ein S-Band von meinem Video habt. Ja. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ja. Hochgeben. Mein Kater will auch schon wieder rein. Und wir sehen uns dann am Montag zu einer neuen Girls Time Serie. Und zwar wieder dieses 100 Schichten Mascara. Freut euch drauf. Tschüss!